Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blut gegen Blut Xbox von Massiv. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Blut gegen Blut X, 10 Jahre nach Blut gegen Blut, beziehungsweise dem Re-Release von Blut gegen Blut. Das kam ja ursprünglich 2006, wurde dann relativ schnell indiziert und dann kam 2007 das Re-Release. Daher auch der Titel, also die X, das X steht wohl für die 10 Jahre, in der diese Serie jetzt schon besteht. Blut gegen Blut. So. Jetzt haben wir das Ganze mal vom Plastik befreit. Es ist ein Boxformat, wie ich es noch nie in meinem Leben gesehen habe. Es ist eine riesengroße, rechteckige Box. Wir haben hier auf der Oberseite Blut gegen Blut. Das Logo sollte mittlerweile jeder, der Massiv kennt, ebenfalls kennen. Ansonsten, also der Aufdruck so glänzend rot. Ansonsten schwarz. Und wir haben hier oben noch Blut gegen Blut. In so schwarzer Glänzeschrift sieht man nur im Licht Blut gegen Blut X und hier ebenfalls. Also hier steht dann noch Limited Fan Edition. Auf der linken Seite haben wir Massiv. Das sieht echt mächtig aus. Auf der Vorderseite ebenfalls Massiv. Rechte Seite haben wir Massiv, allerdings viele kleine Massiv-Schriftzüge. Auf der Rückseite nochmal Massiv. Und auf der Unterseite haben wir Allmassiver und hier das Cover abgedruckt, mehr oder weniger. Also Massiv hier mit dieser Gasmaske. Das sieht echt heftig aus mit dieser schwarzen Glänzeoptik, mit diesem Glanzaufdruck. Und hier natürlich das Logo von Allmassiver. Und hier lesen wir einen Text, und zwar: Seit über 10 Jahren schreitet Massiv unaufhaltsam durch den Nebel der Rap-Industrie, während sich ein Rapper nach dem anderen von Modetrends infizieren lässt. Genießt der Vollzeitathlet die frische Luft durch seine patentierte WAG-Filter-Gasmaske. Nach nunmehr 12 erfolgreichen LPs verdeutlicht Massiv im Alleingang, wie sich eine korrekt durchgeführte Rap-Schädlingsbekämpfung anzuhören hat. Die explosive Mischung aus prügelnden Punchlines oberhalb der Gürtellinie, seinem charakteristischen Augenzwinkern und der einzigartigen Atmosphäre begeisterte Ausnahmekünstler nun wirklich jeden Rap-Fan. Musikalisch wird Massiv von J.S. Kuster, ich glaube Johann Sebastian Kuster, unterstützt. Und so ist das Team seit über 8 Jahren ein Garant für krachende Lautsprecherboxen. Also Johann Sebastian Kuster ist von den Snow Goons. Okay. Dann werden wir das Ganze mal öffnen. Das Ganze geht hier vorne auf. Hier haben wir einen Magnetverschluss. Und die Größe der Box war vor allem diesem Stück gewidmet, der großen Wasser- bzw. Trinkflasche. Dann haben wir ein Handtuch, eine unterschriebene Autogrammkarte, ein Sticker, ein Poster und das Album inklusive inklusive Bonus-EP und inklusive Instrumentals. Die Alben waren hier in diesem Einleger eingefasst. So sieht das Ganze von innen aus. Könnt ihr natürlich drinnen lassen, entfernen, wie ihr wollt. Also diesmal nicht festgeklebt, wie so oft. Und weiters sieht die Box dann von innen so aus. Also, wir haben hier diese drei Klappseiten und hier lesen wir noch die Inhalte der jeweiligen CDs. CD1, CD2 und CD3, die Bonus-EP Geheimakte X. Und hier oben lesen wir auch noch den Boxinhalt, also Limited Fan Edition, Blut gegen Blut, Sportflasche plus Handtuch, handsignierte Autogrammkarte, Blut gegen Blut, Poster und Aufkleber und versteckter Geheimcode.
Alles klar. So, dann fangen wir mal an. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Werden wir auch mal kurz vom Plastik befreien, damit wir hier was sehen, damit es nicht so spiegelt. So, das Cover massiv mit der Gasmaske Blut gegen Blut X. Dann haben wir hier 15 Tracks aufgelistet. Alles massiv Solo-Tracks. Kein einziges Feature. 15 Tracks, pure massiv Dominanz, sage ich mal. Meine Lieblingstracks vom Album sind Sirene, also Track Nummer 2. Und wo haben wir es? Flashback. Flashback finde ich auch noch echt gut. Und dann auch noch ein Track, aber ich glaube, der ist auf der Bonus-EP. Schauen wir dann gleich noch. So sieht das Ganze von innen aus. Die Frage. Gut, das Booklet hier rausholen. So, aber jetzt. Das Booklet relativ schlicht gehalten. Wir haben hier einfach nur zwei Seiten mit den Tracks und den Infos dazu. So sieht das Ganze aus. Dann noch die Credits. Und hier nochmal Credits. Also sehr, sehr minimalistisch gehalten, das Booklet. Das ist die CD. Erinnert vom Stil her sehr stark an den ersten Teil Blut gegen Blut. Hier hinten nochmal schwarz und rot. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Natürlich 15 Stück, also es gab keine Skits oder irgendwelche Lückenfüller. 15 vollwertige Tracks, daher auch 15 Instrumentals. In der Papphülle schwarz-gold. So wie auch die CD. Und dann haben wir als dritten Tonträger noch die Bonus-EP Blut gegen Blut X steht hier vorne wieder. Und hier hinten lesen wir Geheimakte X. 10 Tracks, 5 davon, also 5 Tracks und 5 Instrumentals. Und von denen gefällt mir Lederjacke am besten. Ist ein bisschen deeperer Song, aber gab es auch jetzt eine Videoskopplung vor wenigen Tagen. Gefällt mir richtig gut, Lederjacke. Gut, Blut gegen Blut. Ebenfalls in der Papphülle. Dann haben wir einen Sticker, rechteckig in schwarz und rot gehalten, Postkartengröße und Glanzaufdruck, also glänzt ordentlich der Sticker. Dann haben wir eine relativ unübliche Autogrammkarte. Also, diese in schwarz gehalten. Wir haben hier nur unten rot den Schriftzug massiv, der auch noch zur Hälfte abgeschnitten und hier mit goldenem Stift unterschrieben. Also die meisten haben ja dann doch irgendwie eine Fotografie oder eine Abbildung von sich selbst und nicht nur einen Schriftzug, geschweige denn nur den halben Schriftzug, aber das Autogramm ist auf jeden Fall echt und nicht aufgedruckt und sieht schön aus. Dann haben wir ein Poster. Ein doppelseitiges Poster. So sieht das Ganze aus. Entschuldigung. Blut gegen Blut X. Schwarz-Rot die Kombination im Querformat. Und auf der anderen Seite haben wir das Ganze dann genau umgekehrt, nämlich in Rot-Schwarz. Also, je nachdem, welche Kombination euch besser gefällt, was euch lieber ist,
Könnt ihr natürlich rot-schwarz aufhängen oder schwarz-rot. Und auf der Oberseite sehe ich jetzt erst, lesen wir hier noch all, also nicht massiv präsentiert, sondern massiv Blut gegen Blut X. Und dasselbe ist auch auf dieser Seite allerdings etwas schwer zu lesen, weil es hier so grau auf schwarz ist. Also wir haben hier, kann man es lesen, ja, massiv Blut gegen Blut X. Und unten steht auch noch was, und zwar Limited Fan Edition. Gut. Dann haben wir ein Handtuch. Das dritte Mal mittlerweile. Also ich glaube, der erste, der ein Handtuch reingemacht hat, war damals Contra K. Aus dem Schatten ins Licht. Dann letztens PA Sports mit Verlorenem Paradies. Und jetzt haben wir noch ein Handtuch von Massiv. Okay, es ist glatt weiß. Fühlt sich auf jeden Fall gut, angenehm an. Und hier unten haben wir Blut gegen Blut das Logo eingestickt. Das sieht echt, echt gut aus. Und speziell auch hier diese verschnörkelte Schrift und diese ganzen Schnörkel, dieser Kreis hier, dieses Ornament. Also das ist auf jeden Fall gut gemacht. So sieht das Ganze von hinten aus. Also jetzt nicht großartig irgendwie Fäden oder Sachen wegstehen. Das wurde gut verarbeitet. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendeinen... Okay, also wir haben zumindest hier einen Zettel, 100% Cotton. Und hier lesen wir noch Made in Turkey und die Waschhinweise. Na, gefällt mir echt gut, fühlt sich hochwertig an. Ist jetzt, glaube ich, speziell dann in Kombination mit dieser fetten Wasserflasche gedacht, um es vielleicht beides im Set mit zum Sport zu nehmen, ins Fitnessstudio, zum Kampfsport, wohin auch immer. Blut gegen Blut. Auch hier wieder das Logo drauf. Die Flasche in Rot. Oben silberner Deckel aus Metall. Wir haben hier ein Band, das den Deckel festhält, damit man ihn nicht verliert. Hier ebenfalls nochmal Blut gegen Blut X zu lesen. Ist ein ganz normaler Gewinde-Schraubverschluss. Er richtet schon sehr nach Plastik, aber ich glaube, wenn man das einmal irgendwie in den Geschirrspüler gibt, dann sollte das verflüchtigt sein. So, sieht auf jeden Fall gut aus. Und dann haben wir hier noch die Info. 2,2 Liter Not Hot Liquid, okay, also keine heiße Flüssigkeit einfüllen, das ist wirklich für Wasser, kaltes oder lauwarmes Wasser. Made in China lesen wir hier. Jo. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier haben wir noch Messstriche. Das heißt, hier könnt ihr dann wirklich, zum Beispiel wenn ihr jetzt einen Shake oder irgendwie speziell was abmesst von der Menge her, könnt ihr hier wirklich genau schauen, wie viel hier reinkommt. Und hier der Griff. Also fühlt sich echt gut an. Kann man dann sogar trainieren, wenn man das vollfüllt. Nur zwei Kilo Hantel dann. Na, ist echt eine nette Sache und habe ich so noch nicht gesehen. Contra K hat damals eine Trinkflasche gemacht, aber es war so eine kleine schwarze beim Labyrinth-Album. Ja, das war's. Wir fassen zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal dieses Handtuch in Weiß mit dem roten Blut gegen Blut Logo eingestickt. Dann das Poster im Querformat, einmal in Rot-Schwarz, einmal in Schwarz-Rot, doppelseitig bedruckt. Diese unterschriebene Autogrammkarte, diesen Sticker, ebenfalls im Postkartenformat. Dann einmal Blut gegen Blut, die Bonus-EP, Akte X oder Geheim-Akte X. Die Instrumentals zum Album,
und das Album Blut gegen Blut an sich und natürlich diesen Kanister, diese große Wasserflasche, 2 Liter. Mehr als 2 Liter. So, das alles in dieser wunderbaren Box. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr massiv unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.